Consommé. Consumé.
Eltern. Trotz Schmerzen. Du kommst an. Du kommst an. Das Buch. Camila.
¿Por qué lo hace? ¿Qué? Pues eso. ¿Por qué mata? ¿Por qué? ¿Por qué no? No es sino un animal. Solo un animal. Nada más. ¿Quién? Un animal. Nada más. ¿Entiende? Ajá. ¿Te divierte? No. Entonces, ¿por qué lo hace? Pues es domingo. Sino que voy a hacer yo hoy. Ajá. Pues es domingo. Solamente animales. No te aburre. Coño, mejor que nada. ¿A qué si no? A persona. Coño. Coño. Ajá. Ya entiendo. No te atreves. Enséñame cómo se hace. Y no me lo vas a enseñar. ¿Qué va? No te atreves. ¿Qué sabes tú de lo que yo soy capaz? No te atreves. ¿Por qué lo hace? ¿Qué va? Eso no es para chicas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es solo un animal?
Es solo un animal. Es domingo. Sa
consumir. Komm. Also sprach der große Gott zu ihm: Wisse, das Leben ist der Tod. Wisse, das Leben ist der Tod. Und der Tod ist das Leben. Wer Ohren hat, der höre. Hey, Preciosa. Verstehst du das? Ich bin jetzt gerade tot. Und du auch. Das stimmt doch aber nicht. Ich rieche dich. Ich fühle dich. Ich höre mich. Wie kann ich da tot sein? Alter! Alter! Wenn ich also jetzt tot bin, dann kann ich mir eine Menge sparen. Futter? Nein, Futter nicht. Aber Futter. Ja, Futter. Hey, Preciosa. Wir sind tot. Ich habe auch keine Futter mehr. Thank you.
Bist du tot? Schon lange. Aha. Dann bist du gestorben? Ich? Weiß ich nicht so genau. Irgendwann. Auf der Strecke. Aha. Hab mir alles anders vorgestellt. Ich auch. Ist alles so. So normal. So wie immer. Tja, hat sich nichts geändert. Hätte ich nicht gedacht. Weil wir uns nicht geändert haben. Und jetzt kann man nichts mehr ändern. Hätte ich nicht gedacht. Aber Ende. Was hätte ich ändern sollen? Ich bin so, wie ich bin. Deine Worte, meine Worte. Also dann bin ich tatsächlich tot. Ohne zu wissen, dass ich tot bin. Ohne gelebt zu haben. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Du musst kein Futter mehr suchen. Braucht der Körper nicht. Ja. Nur. Ja? Was macht man den ganzen Tag, wenn man kein Futter mehr braucht? Und wo geht man hin, wenn man tot ist? Woher hast du meine Gedanken? Das sind meine Gedanken. Die habe ich gedacht. Deine Gedanken, meine Gedanken. Hier denkt jeder wie der andere. Hier gibt's keine Gedankenfreiheit. Die ist mit dir, mit mir gestorben. Verstehe. Und das Buch? Tja, das Buch. Es ist das Buch des Lebens, sagt man. Wer es findet, muss es erforschen. Und wer es erforscht, wird finden. Ja, und was soll er finden? Ach ja, das Leben natürlich. Da steht auch drin. Nein, das Buch bist du. Ich. Ich bin das Buch? Das Buch mit 7 Siegeln. Aber was soll das? Ich kenne mich doch. Da steckt keiner an da drin. Ich bin nicht. Absolut nur ich. Ja, ja. Ich. Nur ich. Ich dachte, wenn ich jetzt richtig tot bin, dann kann ich endlich richtig leben. Das steht auch drin. Ich habe immer Angst vor Sterben gehabt. Ich wollte nicht sterben. Und jetzt, wo ich tot bin, ohne es zu wissen, dass ich tot bin, muss ich zwar keine Angst mehr vor Sterben haben. Dafür bekomme ich Angst vor Leben. Warum muss ich was tun, wenn ich leben will? Futter suchen, ja. Aber forschen bei mir. Ich will einfach nichts tun. Gar nichts. Und wenn ich schon tot bin, dann richtig nicht tot. Punkt aus. Was ist denn das für ein Tod? Wenn man gar nicht richtig tot ist. Ich will einfach nur leben. Warum wird denn mir so schwer gemacht? Lieber Gott.
hast ja eine Menge Wissen angehäuft. Und was machst du jetzt damit? Verstehst du das alles, was da drin steht? Das Leben ist der Tod und der Tod ist das Leben. Kapierst du das? Seite 365. Ihr alle seid lebendige Tote, so ihr nicht wach seid in euren Handlungen. Ihr habt Angst vor dem Tod, obwohl ihr schon längst gestorben. So ein Quatsch. Steht da noch mehr so ein Zeug drin? Hey, Alter. Hörst du mich? Bist du tot? Oder was? Du bist tot? Bist du sicher? Bist du nicht sicher? Dann entscheide dich doch einfach. Mach's doch einfach so wie ich. Ich lebe. Du lebst? Also hören kannst du mich ja. Kannst du mich auch riechen? Mich spüren? Wie kannst du da tot sein? Du bist genauso lebendig wie ich. Da bist du platt, was? Das Alter. Also dann? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Dann leb doch noch einfach ein bisschen. Jetzt. Einfach so. Probier's und pass auf, dass du nicht gleich wieder stirbst. Seite 365. Hey, Preciosa. Ich bin gar nicht tot. Und du auch nicht. Wir leben. Und Hunger? Hab ich auch. Es gibt was zu tun.
alle mich belogen. Ihr habt alle mich belogen.